Ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber für den kleinen Hunger zwischendurch habe ich gern immer einen leckeren Brotaufstrich. Das ist mein grundsätzliches Setup. Grüne Oliven. Warum? Weil ich ein großes Glas grüne Oliven geöffnet habe. Und bevor ich jetzt im Original schwarze Oliven aufmache, nehme ich die grünen. Das schmeckt etwas anders, aber genauso gut für eine sogenannte Tapenade. Die Tapenade kommt ursprünglich mit schwarzen Oliven, Olivenöl, Sardellenfilets und Kapern aus Südfrankreich. Man kann es aber in allen möglichen Varianten herstellen. Und das große Besteck zeige ich euch gleich. Bei mir kommen heute noch scharfe Peperoni rein, Blattpetersilie vom Balkon, Knoblauch, Schalotten, selbstgetrocknete und eingelegte Tomaten, Rosmarin vom Balkon, etwas Zitrone und Zitronenschalenabrieb. Warum kaufen, was man super selber machen kann? Ich nehme jetzt die verschiedenen Zutaten. Bearbeite sie etwas vor. Und die kommen dann in den Mixer. Da muss ich jetzt nicht besonders fein arbeiten, weil es wird ja eh zu einer breiigen Masse gemixt. Wenn man ein bisschen vorschneidet, klappt das mit dem Mixen besser. Und hier auch ein Tipp: Die härteren Bestandteile sollte man zuerst mixen und dann erst flüssige Sachen dazugeben. Dann kann der Mixer besser arbeiten. So. Wer den Trick noch nicht kennt, Knoblauchschälen einfach gemacht. Ich schneide oben und unten ab. Und jetzt wird es kurz zwischen den Händen gerieben. Na, die will nicht. Auch jetzt. Und schon ist die Haut runter. Hinterher kann man kurz die Hände waschen. Dazu dieses Wunderei aus Metall benutzen, das absorbiert dann den Knoblauchgeruch. Auch das mit rein. Okay, jetzt die getrockneten Tomaten. Die waren wirklich getrocknet und nicht nur einfach eingelegt, deswegen sind sie einigermaßen hart, aber das gibt eine schöne bissfeste Konsistenz. Da hier gemixt wird, lasse ich auch die Stängel dran. Warum sollte ich die wegmachen? Ich koche ja immer gern so, dass möglichst kein Müll übrig bleibt. Jetzt wird es interessant.
man muss sich entscheiden. Lassen wir sie drin oder nehmen wir sie raus? Ich presse mal den größten Teil hier raus. Sonst wird's, na, schneide ich auch nochmal durch. Weil die Dinger können wirklich was und sind sehr scharf. So. Hier noch der Rosmarin. Ich liebe Rosmarin. Jetzt noch die Kapern drauf. Und die kleinen fiesen Fischlein, Anchovies. Das sind so Sachen, die habe ich immer in der Küche, immer vorrätig. Gutes Olivenöl, Bio-Zitronen, Peperoni, Kapern. Habe ich vergessen, die Kapern sind natürlich auch schon reingewandert. Dann leckere Zwiebeln und verschiedene Kräuter wie Petersilie, Schnittlauch, Thymian, Rosmarin, Majoran oder Oregano. Okay. Jetzt lass uns krachen. Wo ist der Deckel? Da. Den Mixer habe ich neu und er hat einen Nachteil, er ist zu groß. Ich hätte jetzt auch den elektrischen nehmen können, aber ich dachte, ich probiere es mal. Und noch ein Durchgang. Muss ich meine Hände sauber machen. Oh je, ich sehe schon, der wird nicht mehr bei der nächsten Gewürzpaste benutzt werden. Außer ich mache eine größere Menge natürlich. Die ist immer auch Action mit Passagen, wo etwas nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Also ganz so wie in jeder normalen Küche. Ich glaube, ich nehme doch den elektrischen. Was erzähle ich denn? Das ist natürlich der elektrische Mixer hier. Ich habe das Olivenöl mal dazu gemacht, vielleicht geht es mit Flüssigkeit doch besser. Jetzt kommt ein bisschen Zitronenabrieb rein, sehr lecker. Dazu noch Zitronensaft und hier habe ich Pimentkörner und Pfefferkörner. Schnell Mörser an. So. Und auf ein neues. Mal schauen, wie es jetzt geht. Deutlich besser.
Also das kann man jetzt noch weiter pürieren. Ich mag es lieber, wenn es so ein bisschen gröber ist. Da hat man ein bisschen mehr zu beißen. Ab in die Spüle. Da habe ich gleich ein Gläschen vorbereitet. Eignet sich auch wunderbar als Mitbringselgeschenk, wenn man Freunde besucht, was im Moment ja leider nicht geht. Man kann es aber auch vor die Tür stellen. So, und das muss ich ins Glas. Und ich bin mir sicher, das bis zum Abend verschwunden sein wird. Voilà, die Olivenpaste ist damit fertig. Was ist geblieben an Abfall? Das. Die kommt in die Biotonne und der Rest auf meinen Kompost.